Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht so viel um das, was ich so mache, sondern um den Thomas. Denn Free and Right feiert dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum. Free and Right und der Thomas haben mich ja seit Anbeginn meiner Mountainbike-Zeit eigentlich begleitet. Und ich möchte heute so ein bisschen Danke sagen dafür und so ein bisschen erzählen, wie überhaupt das Ganze zustande gekommen ist, dass Thomas und ich uns so connected haben. Und im Anschluss verkündet der Thomas auch noch ein Special. Das haben wir hier schon zusammen aufgenommen und da gibt er euch etwas zurück. Aber der Thomas weiß ja hiervon jetzt noch nichts, dass ich das hier gerade aufnehme. Und ich hoffe, das ist so eine kleine schöne Überraschung mit so einem kleinen Rückblick zumindest, was mich anbelangt. Aber starten wir mal ganz von vorn. Ich hatte meinen ersten Bikepark-Besuch im Bikepark OE. Da war ich mit dem Steve dann im Bikepark und es war so, dass wir natürlich ein Video aufgenommen haben. Das habe ich dann gepostet und im Anschluss kam dann so eine E-Mail reingeflattert bei mir. Auf jeden Fall stand in dieser E-Mail drin, so nach dem Motto, hey, du machst echt coole Videos, aber deine Fahrtechnik lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Und vielleicht kann ich dir einen Kurs geben und dann helfe ich dir da aus mit der Fahrtechnik. Ich bin auf den Daniel gekommen, weil ich gucke mir immer alle Olpe-Videos an. Und gerade Bikepark OE-Videos, wo das Hashtag Anfänger oder sowas drin ist, sind für mich sehr interessant. Und der Daniel macht einfach super gut geschnittene Videos, hochqualitativ. Und dann habe ich gedacht, dann versuche ich doch mal, da er ja wirklich fit ist, einfach nur die mentalen Blockaden zu bekämpfen bei ihm. Die Dämonen, wie Fabio Schäfer so schön sagt. Fight your demons und da sind wir heute dran. Und ich hoffe, dass ich den Daniel heute über die ein oder andere Sache hier im Bikepark schön sicher drüber ziehen kann und dass wir ein bisschen Spaß haben. Yes. Und bei mir war es so, ich war erstmal skeptisch. Da kriegst du von so einem Fremden irgendwie so eine E-Mail und der bietet dir auf einmal einen Kurs an. Dann habe ich halber gesagt, yo, ich bin einfach offen für alles, warum nicht, ich nehme das mit. Ich bin gerade ganz am Anfang, da war ich 3 Monate, hatte ich mein Fahrrad. Also ich war wirklich noch nicht lange auf dem Bike. Und dann habe ich gesagt, jo, pass auf, dann filme ich das vielleicht und mache ein Video davon. Und dann hast du auch was davon. Und so kam dann der allererste Kurs mit dem Thomas zustande, den ihr auch alle wahrscheinlich kennt von meinen YouTube-Videos. Und danach haben wir einfach gemerkt, hey, das bringt dem Thomas voll viel. Das bringt mir voll viel als Anfänger. Und dann haben wir noch ein paar mehr Videos gemacht. Und so kam das Ganze dann. Mittlerweile ist aus dieser, ja, sagen wir mal, Win-Win-Situation, ne? Das war so ein bisschen B2B-mäßig, ist daraus aber mehr geworden, Freundschaft, und ich bin mega happy. Thomas steht einem immer zur Seite, wenn man irgendwie mal Hilfe braucht, und das ist auf jeden Fall für mich auch mega viel wert, weil Thomas einfach so viel Erfahrung hat mit Fahrrädern. Wenn ich irgendwo mal eine Frage habe zum Rad, dann weiß er meistens die Antwort und ich frage ihn dann, hey, wie mache ich dies, wie mache ich das? Auch kam Thomas auf die Idee, dass, weil ich ja schon ewig immer unterrichtet habe, warum ich denn nicht auch Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse gebe. Und ich habe tatsächlich eine ziemlich ähnliche Art auch, wie Thomas unterrichtet. Natürlich von der Didaktik-Methodik her ist das sehr, sehr ähnlich, aber von dem Persönlichen, wie ich so drauf bin, ist natürlich anders, weil ich ein anderer Mensch bin. Logisch. Aber auch das hat der Thomas mir beigebracht, mein Wissen praktisch, was ich vom Unterrichten habe, aufs Mountainbiken umzumünzen und hat mir einfach geholfen, da meine ersten Fahrtechnikkurse aufzubauen, weswegen es jetzt halt auch die Webseite Empower Your Ride gibt und ich schon sehr erfolgreich mit Fahrtechnikkursen bin und das nach wirklich kurzer Zeit. Also schon die erste Website, die wirklich nur so ein MVP-Produkt war, lief gut. Ich habe einige Kurse gegeben und jetzt läuft es noch besser. Und das habe ich auch Thomas zu verdanken. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen so richtig. Möchte ich mich auf jeden Fall für die ganze Unterstützung die letzten Jahre mega bedanken. Ich habe so das Gefühl, Thomas war so mein erster Sponsor, den ich hatte. Und Free and Right war so der erste Sponsor, den ich irgendwie hatte hier auf YouTube.
Und es hat mir einfach mega viel geholfen am Anfang, da diesen Support zu halten. Jetzt mache ich viele Sachen alleine und wir koexistieren so, aber trotzdem ist es Free and Right und Empower Your Right und ich und Thomas, ich würde sagen, das ist trotzdem irgendwie so ziemlich eins. Wir tauschen uns eigentlich jeden Tag aus über Dinge, haben, wenn der Thomas eine neue Idee hat, neue Erkenntnisse, dann tauschen wir uns aus, ich habe irgendwas Neues, dann berichte ich ihm das und so weiter. Es ist einfach richtig cool, ein schöner Austausch, wie ich mir das in der Selbstständigkeit mein Leben lang oft auch mit anderen Arbeitskollegen gewünscht hätte. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen, Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennen, dass wir uns kennengelernt haben. Und die letzten Worte in diesem Video gehören dem Thomas, denn er hat was zu verkünden. Ein kleines Special für euch als Dankeschön für 10 Jahre Free and Right. Wir sehen uns in den nächsten Videos, Leute. Abonnieren am Ende nicht vergessen. Und ja, wenn ich Zeit finde, dann bin ich vielleicht beim Special auch dabei. Bis dahin. Ja, hallo, hier ist euer Thomas ohne Haar von Free and Right im Darkroom beim Daniel und wir nehmen mal wieder so ein tolles Statement-Video auf. Ja, es ist für mich mal an der Zeit, Free and Right ist 2014, ich habe letztes Mal geguckt, in den Gewerbeschein geguckt, 2014 habe ich das angemeldet, erst als Naturtraining und dann habe ich recht schnell in die Mountainbike-Branche gewechselt. Gerade in den letzten 3 Jahren habe ich mich dann vom Fahrtechnik-Coach zum Fahrgefühl-Coach entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich das ist, was den meisten, vor allem den Wiedereinstiegern, meine Klientel ist ja 35 bis 45, was den meisten fehlt, die fahren total verkopft und mit Gefühl. So, jetzt mache ich das seit 10 Jahren. Ey, ich muss mal krass Danke sagen an alle, die bei mir einen Kurs überlebt haben und da Spaß gehabt haben. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe viele, viele nette Menschen kennengelernt. Habe sehr vielen helfen können, was mich natürlich total freut. Und ihr habt möglich gemacht, dass mein Kühlschrank immer voll ist. Und um mir jetzt Danke zu sagen, habe ich mir überlegt, was mache ich für eine Aktion? Und erstens will ich was huldigen, was mich groß gemacht hat. Und das ist der Bikepark OE, definitiv. Egal, was da jetzt ist und dass ich da keine Kurse mehr gebe, aus welchen Gründen auch immer, ist es jetzt so, ich will Danke sagen an den Bikepark OE. Und ich möchte euch, die ja auch den Bikepark OE natürlich liebt, auch durch Daniels Videos, was Besonderes bieten. Und zwar werde ich immer samstags, einmal im Monat, das wird bei Daniel, vielleicht auch bei Michi, am Insta-Account kurz bekannt gegeben, kostenlos für jeden, immer so ein Ding in Olpe, wo alle so ein bisschen, wie man sagt, so schön die Hoden hier haben. Ne? Jetzt zum Beispiel als erstes habe ich mir ausgesucht den Table und den Table vor dem Hip Jump unter der Brücke und den neuen Hip Jump. Der ist ja neu geshaped worden von den Trailbefüllen. Sieht jetzt halt aus wie Sahne, aber der ist natürlich jetzt sehr viel steiler geworden und viele habe ich jetzt gesehen, wenn ich das so beobachte im Park, können nicht gut damit umgehen, kriegen dann so ein flaues Gefühl, wenn sie den anfahren, drücken den wieder weg, schlucken den weg. Und das wird das erste Thema sein. Ich werde mir da noch mehr Themen raussuchen, wo ich immer weiß, ah, da haben die meisten so ihr Problem mit oder das wollen sie eigentlich unbedingt mal springen. Ich denke, ein Highlight wird natürlich das Rasenrennen-Gap. Da wird dann auch ein spezieller Kurs, wie kann ich mir das Rasenrennen-Gap langsam antrainieren und wir werden ihn dann zum Schluss fahren. Das wird immer stattfinden um 8 Uhr morgens, also Early Bird, vorm Bikepark OE, wenn der Lift anmacht. Der Sinn ist halt, dass ihr euch dann noch alle ein Lift-Ticket holt und einen geilen Tag im Bikepark OE habt. Das möchte ich euch wiedergeben. Plus, dass ich mit dem Daniel noch eine Aktion plane, die wird aber was länger dauern. Und da gibt es auch jetzt keine Infos zu, sonst würde ich ja spoilern auf Neudeutsch, ne Daniel, so heißt das? Ja, spoilern. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen erstmal diese Aktion. Wie gesagt, sobald ich da einen Termin habe, wann ich das mache, wird das online gehen, viral gehen und es kann wirklich jeder da kostenlos mitmachen. Ich tue dann kurz meinen Wissenpreis, meine Erfahrung aus 10 Jahren Free and Right da halt einfach, weil es gibt immer viele Wege führen zum Ziel, aber das Problem ist, viele fühlen sich einfach nicht mehr sicher, wenn sie da unten das letzte Stück Freeride fahren und fahren die irgendwie und davon wollen wir weg, sondern wir wollen das Gefühl der Kontrolle haben und das Gefühl von Spaß wieder haben, wenn wir diese Line fahren und deswegen mache ich das und ja, ich freue mich auf euch, danke, dass Daniel mir diese Plattform gibt, weil auch den muss ich mich natürlich bedanken, weil der mich natürlich auch
irgendwo ja, dahin gebracht hat, dass wenn ich einen Kurs online setze, der sofort gebucht ist. Ich habe ja sonst keinerlei Plattform, kein Facebook, kein Insta, kein Snapchat, kein X. Ne? Ich habe dieses ganze Zeug nicht. Habe nur YouTube über den Daniel. Und ja, ich freue mich auf euch. Kommt einfach vorbei im Bikepark OE und wir haben eine geile Zeit zusammen und erarbeiten uns immer ein Gimmick nach dem anderen im Bikepark OE. Ciao, euer Thomas ohne H.